war jetzt hier hinten bei so einem Haus, da wohnt ein älteres Ehepaar und habe die dann gefragt, ob ich da hinten auf der Koppel, wo ich gestrandet bin, sag ich jetzt mal, ob ich da schlafen kann. Die waren total nett, haben gesagt, ja, kein Problem, haben mich aber nochmal gewarnt, dass ich möglichst weit weggehe von der Stelle, wo ich gerade bin. Ich habe da nämlich auch eben schon gesehen, da brütet ein Schwan und er sagt, die sind gar nicht so ungefährlich, die Biester, gerade wenn die brüten. Ich gehe jetzt nochmal bis zu dem Stück, wo das Schwan nistet. Ich glaube, hier vorne sieht man ihn schon. Also hier sollte ich lieber nicht bleiben. Lieber ein Stück weiter weg, er sagt, der ganz hinten in der Ecke. Also da auf jeden Fall ein nistender Schwan. Ich ziehe jetzt mein Kajak hier noch ein Stück hoch, weil da sind ja meine ganzen Sachen drin, sonst müsste ich die alle schleppen. Ich könnte jetzt auch natürlich auch den Kajakwagen nehmen, aber über den Rasen hier. Oh, da kann ich es auch mal so ziehen. Die Schneise der Verwüstung ziehe ich hier durch. Bob. So, den wichtigsten Part habe ich schon mal geschafft. Zelt steht. Mal weiter weg. Hat halt hier noch so einen kleinen Vorraum, den man hier so runterspannen kann. Zack. Man sieht, es ist ein bisschen nass geworden. Also ganz hundertprozentig dicht sind die Fächer nicht. Ich habe das Kajak vorhin einmal so ins Wasser gelassen, dass die Luke hinten unter Wasser war. Da ist ganz klein bisschen was reingelaufen. Das war wirklich nur am Grund. Guck mal hier, sieht man ja, das ist wirklich minimal. Hier sind so kleine Tropfen, hier sind kleine Pfütze. Aber genau da lag halt das Zelt. Lager ist soweit vorbereitet. So eine Elefantenhaut vorgelegt. Dann meine Luftmatratze, da kommt noch die Isomatte darunter. Da sitze ich jetzt aber erstmal gleich drauf. Schlafsack, Kopfkissen, hier so Klamotten und alles hingeschmissen in die Ecke. Kann ja noch schön zumachen. Getränke rausgestellt, dass sie morgen schön kalt sind. Und dann gibt es nachher noch Rinderrouladen. Und mal gucken, was ich noch so habe. Bisschen was Kleines. Essen ist fertig. Rinderroulade. Sieht man jetzt nicht so, dass es Rouladen sind. Ist auch schon ein bisschen zerfallen hier. Aber doch, ganz lecker. Die kann man essen auf jeden Fall. So, es ist dunkel geworden. Lager ist soweit fertig. Aber guckt euch mal diese krassen Wolken an. Also Sterne kann ich auch nicht sehen. Den See sieht man auch nicht mehr leider. Irgendwas läuft hier rum. Das kann eben da aus dem Gebüsch uns da lang. Ich dachte, es wäre gerade weg. Jetzt habe ich da hinten wieder was gehört. Naja. Egal. Ich habe jetzt mein Paddel hergeholt. Wenn hier einer ankommt, was auch immer, ein Wolf, Fuchs, Reh, selbst ein Wildschwein, dann kriegt er einer gepaddelt. Ja, noch mal kurz im Zelt. Ist halt sehr geil, weil es sehr leicht ist und vor allem auch ein sehr geringes Packmaß hat. Und dann sind hier in den Ecken hinten schon so kleine Stangen mit eingebaut. Und ansonsten sind da nur einmal so eine dreiteilige kleine Stange dabei. So. Und hier hinten noch eine zweiteilige. Wird hier unten so eingehakt. Ist recht stabil. Ja, und jetzt hat man einen richtigen Untergrund gehabt, da stand das am nächsten Tag dann auch noch genauso da, wie es war. Wie gesagt, Mapura Ultraleichtzelt. Hat einen schönen, relativ großen Vorbau. da kann man seine Sachen dann trocken unterlegen. Ich sag mal so bis 1,85 kann ich es wirklich empfehlen. Darüber hinaus nur bei gutem Wetter, weil man sonst mit Kopf und Fuß an die Zeltpanne kommt und da es ein Einschichtmodell ist, wird es da dann natürlich auch gleich feucht. Ne? Und diese Ente da, oder Gans, die chillt da schon den ganzen Tag. Und gestern Abend saß sie da auch schon. Ich glaube, die wohnt da und wartet auf jemanden. Vielleicht auf ihn hier. Naja, fliegt vorbei. Heute gibt es mal so ein Jakobs 3 in 1. Was er kocht, wie man sieht hier. Dampf. Dampf sieht man ein bisschen. Oh, recht heiß. Oh, das Wasser kocht. Muss ich mal kurz warten, bis es aufhört zu kochen, weil man das mit heißem, nicht mehr kochenden Wasser auffüllt. Guck mal, jetzt. Wie ein Bäcker. Auch bis hell auch noch nicht. Ist ja so vibriert vom Kochen.
So, hier ist jetzt mein Badezimmer. Alles dabei, was man braucht. Und Babytücher für Gesicht und Hände. Sensitiv. Beste, beste. Wenn es nachher Mittag ist und die Sonne richtig schön ballert, also irgendwann gegen 14 Uhr oder so, dann springe ich, glaube ich, mal an den See rein. Mache mich einmal frisch. Und dann, ja, mal gucken. Aber gleich geht's erstmal weiter. Da schwimmt der Fisch ja immer. Vielleicht kann ich da mal langsam ins Wasser gehen und den Unterwasser filmen. Dann sieht man vielleicht mal, was das ist. Das probiere ich jetzt aus. Das ist ein Graskarpfen oder sowas. Sieht man ihn ja, ne? Da sind mehrere sogar. Alles voll. Die haben gar keine Angst vor mir. Da doch ein bisschen. Da ist auch einer. Und hier. Alter, mir erschreckt. Und da vorne. So, das reicht dann auch. Hau rein, Hermann. Lass dir gut gehen. So, Kai ist soweit vorbereitet. Die Schuhe kommen noch gleich an Bord. Nur ich will ein bisschen Platz haben zum Einsteigen. Deswegen liegen die noch da vorne. Und jetzt gucke ich mal, ob das klappt hier. Und Tag 2, Abfahrt hier. Bisschen paddeln, dann gleich nicht vergessen, das Ruder reinzumachen. Na, herrlich klares Wasser. Ich glaube, ich fahre nochmal da lang, wo die Karpfen hin waren. Vielleicht erwische ich da ja noch einen. Mit der Hand. Ach ja, herrlich. Da ist er. Das hier ist der See, wo ich gerade bin, der Dieksee. Ich muss jetzt hier links um die Kurve, dann müsste das in die Schwentine gehen. Und dann komme ich in den nächsten See, weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Ja, und dann noch ein Stück Schwentine und dann bin ich schon im großen Plönersee. Also mal gucken, wie schnell das geht. Hier Wasser wieder glasklar, Karibik nur anders. Das Kajak ist jetzt gute 5 Kilo leichter, da ich gestern Abend ja einiges gegessen und getrunken habe. Oder auch über Tag schon. Das merkt man gleich beim Paddeln. Viel angenehmer, es sieht auch viel besser im Wasser. Hier wird es ein bisschen flach, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Aber irgendwo hier links müsste jetzt auch schon eine zusätzliche Schwentine sein. Deswegen habe ich jetzt die Kamera mal angemacht. So leicht dabei sein, wenn ich den Zugang zum nächsten See finde. Und da ist er auch, glaube ich, schon. Ansonsten bin ich hier irgendwie falsch, dann habe ich ein Problem. Dann weiß ich nämlich nicht, wo ich bin. Willkommen in Tindorf. Nach hier meinten die, hätte ich schlafen sollen. Also ich kann dann wieder weiter. Das war ganz gut. Moin. Das war ganz gut. Und wenn hier viele Leute gewesen sind. Moin. Unterwegs gerade. Zum Frühstück gab es nur Kuchensalat und Zucchini, ein paar Babybell und Bifis. Ich hatte irgendwie nicht so großen Hunger.
Rührei gepinkt später. Also, wenn ich den Zahn richtig im Kopf habe, ist das da geradezu eine kleine Insel. Da muss ich mich links halten. Und dann irgendwie rechts rüber, da müsste dann die Schwentine sein. Also hier soll ich ziemlich schnell drüber sein mit dem See. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich blende ihn nochmal ein im Video. Auf jeden Fall ein See, der nach dem Siegsee kommt, auf Höhe Timmendorf. Gänse, die werden keine Freunde mehr mit mir. Nachdem Hermann mich heute Morgen geweckt hat, zwischen die auch schon alle von mir ab. Oh, das ist nicht ehrlich hier. Das ist diese Insel. An der muss mal links vorbei, dann gleich rechts rüber. Und dann müsste hier hinter der Landzunge nur noch 300 Meter irgendwann die Schwentine kommen. Hier rüberziehen, das habe ich eben gar nicht gesehen. Guck mal drüben gleich ins Wasser wieder. Da hat ich natürlich hochgemacht kurz. Kann jetzt auch wieder rein. Und dann binde ich das jetzt hier nochmal an und hole meinen ganzen Kram. Hier nochmal der Zulauf, die Sohlgleite. Und so geht es dann hier weiter.
das ist ja noch ein Kutter hier. Und guck, wie tief das Wasser hier ist. 1,5 Meter. Also sie haben echt nicht viel Tiefgang, die Dinger. Extra für die flachen Gewässer hier gemacht. Und dann zweistöckig. Hat schon was. Die werden bestimmt rausgeschleppt im kleinen Boot und dann fahren die erst. Was ich hier schon, dass selbst hier am Rand schon kleine Wellen sind, die halt ordentlich Power haben. Also mitten auf dem See bei Wind muss ich hier definitiv nicht sein. Der Wind auch immer ein bisschen stärker und schon kommen hier richtig Wellen. Ey. Ich fahre jetzt auch ein bisschen auf die Wellen zu, weil ich sonst zu sehr durchschaukelt hier. Aber hier kommen jetzt richtige Wellen, ja? Oh, der Fehler. Also die sind nicht groß und weich, also nicht so spitz, sondern eher breite Wellen. Ne? Jetzt kommen die ordentlich hier. Also ja, bei Sturm würde ich hier auf keinen Fall auf, mitten auf dem See rumpaddeln. Ey. Kann ich auch keinem empfehlen. Das ist echt schon so ein kleines Meer hier. Und mal gucken, hier ist rechts vom Schloss. Also da, wo dieses Strandcafé oder was das auch immer ist, da muss ich durch. Ja, da sieht man jetzt auch schon keine Durchfahrt. Vielleicht kann ich da echt durchfahren. Das ist ein Teil. Mal sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hier in das Schloss. Kirche. Und da beim Seegrenz. Da muss ich entweder aussteigen oder durchfahren. Ich glaube, ich muss aber aussteigen. Ich habe nicht so viel Glück auf der Richtung. Ich einfach rüber, mit Anspannung. Wenn wir das gut haben, dass ich mich hier leicht aufsitzt, genügen werden. Wirklich. Da habe ich den Kopf. Ja, cool. Und da vorne ist ein bisschen mehr Fließgeschwindigkeit gleich. Da wird es mal spannend. Hey, ich glaube, den Fuß zu lenken, aber ich habe da gerade das Ruder hochgezogen. Oh. Wieder aufgesetzt. Ich sitze hier immer ein bisschen auf. Ich kann das jetzt schnell machen, wenn ich wieder drehe. Ich würde sagen, aber
und gleich wieder aufgehört. Vorne scheint es mal ganz schön flach zu sein, da muss ich mal ein bisschen Gas geben, dass ich da wieder rüberkomme. Oh, was ist das denn hier? Binsen. Das ist ja cool. Da ist mal kalt und auch mal hier. Die meisten Kajakfahrer und Kanufahrer, die kommen
Autobahn habe ich schon eingeholt, aber hier kommen immer neue. Das sieht auch mal ganz cool aus hier. Guck mal, was für riesige Viecher sind. So, hier links ist die Straße, deswegen ist es ein bisschen lauter. Ganz flaches Wasser hier, maximal einen halben Meter tief. Obwohl ich jetzt noch 50 bis 100 Meter draußen auf dem See bin. Jetzt fahre ich mal da Richtung Steg da hinten. Dann gucke ich mal. Das ist nicht so idyllisch. Hier ist gerade so ein richtiger Motorradclub hier. Aber das ist eine geile Maschine da. Jetzt chill ich halt gerade so. Oh, wie geht's ab? Schön hier. Viele geile Motorräder und auch viele Frauen. Also da hätte ich noch ein bisschen bleiben können. Aber ich konnte hier weder in Ruhe essen, noch irgendwie auf Toilette oder sonst was. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Mir ist auch zu viele Menschen hier. Hier geht es wieder low. Rechts wäre auch geil gewesen, da wären noch Bäume mit Schatten. Ich paddel jetzt nicht zurück, da habe ich keine Lust drauf. Diese Flutwelle, die ich mit mir reiße, hört sich mal geil an.